Fachtagung in der Messe Cottbus. Heute trafen sich Vertreter der Industrie, Wissenschaft sowie Politik von Kommunal- bis Landes- und EU-Ebene zu einem Batteriegipfel. Dabei ging es um die Ansiedlung einer Fabrik für Batteriezellen für Elektroautos. Laut Heidi Schinowski, der wirtschaftspolitischen Sprecherin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, soll sich die Bundesregierung für den Standort Lausitz einsetzen. Außerdem wäre es eine wichtige Chance für die Gestaltung des Strukturwandels in der Region. Eine wissenschaftliche Basis wäre durch die BTU und den angekündigten Aufbau von Forschungsinstituten da. Grund für den Batteriegipfel ist Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Er kündigte an, 700 Millionen Euro in die europäische Produktion von Batteriezellen für Elektroautos zu investieren. Laut Macron sollen zwei Fabriken für die Herstellung gebaut werden, eine davon in Deutschland. Streik am Spremberger Turm. Heute Vormittag haben sich die Gewerkschaft Verdi und Tarifbeschäftigte sowie Auszubildende und Praktikanten der BTU Cottbus-Senftenberg versammelt. Aus dem Bereich der Landesverwaltung Brandenburg und ihren Einrichtungen waren unter anderem Beschäftigte des Landesamtes für Bauen und Verkehr der Lausitz oder auch des Landesamtes für Umwelt vor Ort. Die Gewerkschaften forderten eine Erhöhung der Tarif- und Besoldungsrunde im öffentlichen Dienst um 6%. Als Minimum aber 200 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Für Auszubildende wurde eine Erhöhung der Vergütung um 100 Euro pro Monat verlangt. Die Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft werden am 28. Februar und am 1. März fortgesetzt. Kranke Bäume. In Branitz werden knapp 90 Kiefern abgesägt. Die stehen in einem Waldstück zwischen Damaschke-Allee, Pyramidenstraße, Gustav-Hermann-Straße und Stadtring. Die Baumfällungen sollen 4 Wochen dauern. Die Arbeiten beginnen am 4. März. Die Kiefern sind durch einen Schädlingsbefall zum Teil bereits abgestorben. Mit der Rodung soll verhindert werden, dass gesunde Bäume auch befallen werden. Außerdem kann dann die Verkehrssicherheit weiter gewährleistet werden.